Schön, dass du wieder reinschaust in meinen Videopodcast. Heute habe ich eine Sonderausgabe. In den letzten Tagen ist politisch ziemlich viel passiert. Und viele Menschen und auch viele Christen waren ziemlich in Wallung. Um zu verstehen, was da eigentlich passiert ist und vielleicht auch Dinge einordnen zu können, habe ich Uwe Heimowski zu einem Interview gebeten. Uwe, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Du wohnst ja in Gera? Aber du bist die Hälfte des Jahres in Berlin. Dein beruflicher Titel lautet Beauftragter der Deutschen Evangelischen Allianz am Sitz des Bundestages und der Bundesregierung. Jetzt aber zwei Fragen. Was magst du eigentlich und was ist die Deutsche Evangelische Allianz? Danke, lieber David, für die Einladung. Ja, ich lebe eigentlich in Gera. Im Moment bin ich in Berlin, hier im Büro der Deutschen Evangelischen Allianz. Und wenn man mitbekommen hat, die ganzen Blaulichter und so, wir sind 2 Minuten vom Brandenburger Tor und die Wasserwerfer im Einsatz und das Geschrei von Demonstranten und so. Auch ein paar Nazis, die hier richtig Krawall gemacht haben, sagen, wir spüren den Bundestag, dann wäre ich vielleicht lieber in Gera geblieben. Aber zu meinem Beruf gehört halt, dass ich hier in Berlin bin. Die Evangelische Allianz ist ein Verein in Deutschland, kleiner Verein eigentlich, der also von der Organisationsform, einfach nur 6 Mitarbeiter, hat seinen Hauptsitz in Bad Blankenburg, der aber 1000 Ortsallianzen umfasst, die unter anderem die Allianz Gebetswoche jedes Jahr machen und über 360 verschiedene Werke, Medienwerke, Missionswerke, christliche Schulen und so. Und weltweit ist die Evangelische Allianz das größte Netzwerk bibeltreuer, evangelikaler, je nachdem, wie man es nennt, Christen. Evangelikal ist ein bisschen verbrannter Begriff, aber von Leuten, die Jesus nachfolgen, umfasst ungefähr 600 Millionen Christen weltweit. 1846 gegründet in London aus der Situation von Minderheitschristen, die gesagt haben, Mensch, uns verbindet doch eigentlich mehr, als uns trennt. Wir haben nicht die gleiche Abendmahlslehre, nicht die gleiche Sakramentslehre generell, aber wir beten zusammen, wir lesen die Bibel, wir wollen Jesus verkündigen, wir wollen gesellschaftlich für Freiheit, Religionsfreiheit kämpfen. Lass uns das doch zusammen machen. Und insofern die älteste Einheitsbewegung der Christenheit im protestantischen Raum. Und als Beauftragter der Evangelischen Allianz bin ich derjenige, der versucht, christliche Werte in der Politik zu adressieren. Das sind unterschiedliche Dinge, aber ich sagte schon, Religionsfreiheit ist ein Thema, Lebensrecht am Anfang und Ende des Lebens, Menschenhandel ist ein großes Thema und vieles andere mehr. Also das heißt, du warst die letzten Tage tief eingebunden in die christliche Welt und gleichzeitig in die Berliner politische Welt. Es ist ja in den letzten Tagen enorm viel Intensives passiert. Es gab Petitionen und Demonstrationen, es gab Anhörungen im Bundestag, es gab Debatten im Bundestag. Was ist denn da jetzt eigentlich passiert? Kannst du mal kurz zusammenfassen, was da eigentlich passiert ist? Ja, es ist Anfang des Jahres ein Virus aus China über die Welt ausgebreitet. Der heißt Covid-19. Und weil das passiert ist und irgendwann das ein pandemisches Stadium angenommen hat, sind weltweit Maßnahmen erlassen worden mit dem Versuch, dieses Virus irgendwie einzudämmen. Weil die Intensivstationen in Italien geplatzt sind, wurden Kranke nach Sachsen eingeflogen und so weiter. Es war ein Riesenchaos. Und dann hat es einen ersten Lockdown gegeben mit dem Ziel, dieses Virus einzudämmen. Schon da gab es Menschen, die gesagt haben, ja, das ist doch nicht wahr mit dem Virus und ist doch gelogen. Es gab Leute, die gesagt haben, Mann, jetzt dürfen wir nicht mehr in den Gottesdienst gehen, die Religionsfreiheit wird verboten und so weiter. Und ganz komische Reaktionen, klar, ne, wenn du plötzlich nichts mehr machen kannst, wenn du deinen Job verlierst, wenn du nicht mehr in den Gottesdienst gehen kannst, wenn dein Opa stirbt und du kannst dich nicht nochmal besuchen, dann werden Leute irgendwie wütend, man sucht einen Schuldigen und fragt sich, wer ist das? Und sowas richtet sich nun mal in der Demokratie gegen die Regierung. Das ist relativ normal. Und dafür gibt es auch dann Demonstrationen. Es gab Demonstrationen, die wurden teilweise verboten wegen Ansteckungsgefahr. Da haben Verwaltungsgerichte in Deutschland gesagt, die müssen aber stattfinden. Es gibt ein Demonstrationsrecht. Und so, und dann war der Sommer, der Lockdown war durch, es ging uns besser, die Menschen haben sich ein bisschen erholt und dann kam plötzlich dieser Teil-Lockdown und es ist ein Ruck durchgegangen, Leute waren einfach frustriert, unzufrieden. Und in diese frustrierte und unzufriedene Form hinein hat der Bundestag gesagt, wir können aber nicht länger per Verordnung regieren, wir müssen jetzt in Gesetz fassen. Wir müssen ein Gesetz fassen, um zu sagen, was macht eigentlich die Kanzlerin, was macht die Regierung. Der Bundestag hat 57 Mal über das Thema Corona debattiert, war aber an dem Punkt zu sagen, jetzt müssen wir auch ein Gesetz erlassen, ein neues Infektionsschutzgesetz.
Und das haben, muss es wirklich so sagen, ein paar Hetzer benutzt, um zu sagen, aha, jetzt wird das Grundgesetz ausgehebelt. Unser Grundgesetz spielt keine Rolle mehr und haben wie die Verrückten Alarm gemacht. Es gab leider auch Christen, es ist ein vermeintlich prophetisches Video durch die Gegend gegangen, die gesagt haben, dieser Lockdown, der ist quasi, das will Gott nicht und wir müssen dagegen beten und fasten, weil einfach ganz viel falsche Informationen rumgeflossen sind. Das war sozusagen die Situation und dann gab es am Mittwoch die Bundestagsentscheidung und verbunden mit dieser Bundestagsentscheidung einen riesengroßen Aufmarsch hier, Leute sind gekommen und so mehrere 10.000 Leute haben hier demonstriert. Also es war richtig was los und wirklich alle komplett, ich war mit Maske auf der Demo, um zu gucken, was da los ist, komplett alle ohne Masken. Da waren Christen dabei, sehr friedlich und so. Es waren auch Rechtsradikale dabei, wirklich, es war auch richtig Extremes dabei, aber alle ohne Maske. Und dann musste die Polizei das auflösen. Das ist ja Wahnsinn, wie das eskaliert ist. Leute blieben einfach da. Man hatte das Gefühl, da sind Leute extra ohne Maske gekommen, damit sie hinterher ein Bild machen können, dass ihre Kinder vom Wasserwerfer getroffen werden. Also wirklich, es war wirklich richtig eine miese, miese Nummer, die hier gelaufen ist. Und dann hast du gleichzeitig eine Parlamentsdebatte. In der Parlamentsdebatte hat die AfD zum Beispiel über Geschäftsordnungsanträge versucht, das Ganze auszuhebeln. Und dann hat Alexander Gauland sich zu der These verstiegen, in seiner Rede zu sagen, dass die AfD die einzige demokratische Partei im Deutschen Bundestag ist. Und dann gab es richtig Kontra. Auch die FDP, die an dem Regierungsantrag richtig viel kritisiert hat, gesagt hat, das gefällt uns nicht, das muss besser sein. Da ist das aber ein Riesenunterschied, ob wir sozusagen innerhalb des Parlamentarismus uns streiten, dass wir ihr Gesetz schlecht finden und die Regierung Breitseite nehmen, oder ob sie behaupten, dass wir hier gerade außerhalb der parlamentarischen Sache stehen. Und insofern war das eine Situation, die ich so noch nicht erlebt habe, dass Menschen wirklich versucht haben, unseren Staat aus den Angeln zu heben. Und zwar die AfD im Parlament und die Demonstranten draußen. Und manche Christen haben sich da echt instrumentalisieren lassen. Das kann man nicht anders sagen. Denn wir hatten in Deutschland zu keinem Zeitpunkt während des Lockdowns in irgendeiner Weise ein Gottesdienstverbot. Wir hatten ein Versammlungsverbot, das für alle galt. Aber Gottesdienste konnten wir online halten. Wir konnten jederzeit feiern. Wir konnten ganz vieles machen. Ja, das vielleicht dazu. Also hier hat echt die Hütte gebrannt. Was habe ich dazu beigetragen, versucht zu machen? Also wir als Evangelische Allianz haben ein Rundmail geschickt, in dem wir Juristen gebeten haben, nehmt mal Stellung, was ist los? Ich habe mit einem gläubigen Abgeordneten geredet, Frank Heinrich, habe das Video rumgeschickt. Du selber hast dich ja sehr beteiligt, auch über Wertepolitik. Also wir haben einfach versucht zu versachlichen. Man sagt, Leute, ihr könnt die Regierung kritisieren, wie ihr wollt. Ihr könnt alle FDP und Linke und sonst was wählen. Aber bitte, bitte, bitte fangt nicht an, die Demokratie in ihren Grundfesten in Frage zu stellen. Weil die Leute in Nordkorea und die Leute in der Türkei und die Leute im Jemen und sonst wo, die beneiden uns ohne Ende. Jetzt nehme ich wahr, dass viele Menschen das Gefühl haben, sie werden mitgehört. Das kann ich auch verstehen. Und auch bei diesen schnellen, komplexen Vorgängen ist es ja auch schwierig zu verstehen, was da passiert. Es ist ja auch völlig legitim, wenn man jetzt Kritik an Regierungshandeln übt, das macht die Opposition regelmäßig, dass man sagt, wie manche Leute, es ist schlimmer wie in der DDR oder wie im Iran, hat eine ganz andere Qualität. Kannst du uns ein bisschen erklären, wie kommt es dazu? Wie gibt es da eine Entwicklung, wie man von der einen Seite zur nächsten kommt? Ja, das eine ist natürlich die menschliche Natur. Und wenn man in die Geschichte guckt, dann weiß man, dass auf Pestepidemien zum Beispiel hinterher Pogrome gegen Juden gefolgt sind. Also Menschen haben immer schon jemanden verantwortlich gemacht, wenn eine Pandemie, also eine Epidemie oder eine Pandemie ausgebrochen ist. Das ist überhaupt nichts Neues. Das gab es schon immer und die Suche nach Schuldigen. Weil das hat viele Gründe. Das hat damit zu tun, dass man sich ausgeliefert fühlt. Das Gefühl, ich bin hier in der Hand von irgendetwas und so. Und der Einzige, den ich dafür greifen kann, ist natürlich der, der die Regierung hat. Oder es ist die Minderheit im Land, es sind die Leute, die sowieso verhasst sind, die kriegen das dann ab. Das ist tatsächlich leider, ich sage mal als Christ, die sündige menschliche Natur, dass wir uns einen Sündenbock suchen. Und ein Freund von mir, lustigerweise ein Steuerberater, der hat gesagt, er hat in diesen Tagen überhaupt erst begriffen, was das Kreuz bedeutet. Kreuz von Jesus, dass wir Menschen immer Sündenböcke suchen und dass Gott deswegen sagt, dann nehmt aber bitte diesen Sündenbock und nicht irgendeinen anderen und werft eure Schuld und eure Sorgen auf ihn. Das fand ich ganz spannend, dass er sagt, evangelischer Christ, der sagt, ich habe jetzt begriffen, warum Jesus der Sündenbock für uns ist. Jetzt begreife ich es. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich, dass insbesondere gerade auch konservative Wählerschichten und konservativ-christliche Wählerschichten über Jahre ein Gefühl der Entfremdung
zum Beispiel gegenüber der CDU entwickelt haben, dass manche Positionen sich verändert haben. So, und sowieso sagt, Mensch, das ist es nicht. Und dann hast du da ein gewisses Vakuum, das entstanden ist. Dass du irgendwie, Leute wollen sich politisch engagieren, sie finden aber im Parlamentarismus niemanden wieder, also gehen sie auf die Straße. Und wenn sie auf die Straße gehen, dann mischen sie sich plötzlich mit irgendwelchen Radikalen und selbst friedliche, ganz anständige, gute Bürger, die es nicht böse meinen, stehen plötzlich in einer Reihe mit irgendwelchen wirklich verschwurbelten Verschwörungstheoretikern oder tatsächlich mit Rechtsradikalen. Gar nicht mit böser Absicht, aber sind sozusagen einfach mit denen zusammen da. Dann kommt es, dass manche natürlich auch auf die Manipulation der Medien reinfallen. Also wenn du dich bewusst nicht an die Regeln hältst, bewusst provozierst, dass ein Wasserwerfer eingesetzt wird, dich bewusst vor Polizisten stellst und sagst, ich gehe hier nicht weg, bis sie dich wegtragen müssen. Und daneben stehen Leute mit einer Handycam und filmen das und schicken das dann hinterher an 10.000 Leute und schreiben, so brutal ist der Rechtsstaat. Ich war damals 89 mit auf der Straße und nicht mal die DDR-Schargen sind gegen uns so vorgegangen. Dann entsteht natürlich ein Gefühl, wo sagen wir uns, hui, das ist echt heftig, das ist wirklich heftig. Dann noch eine Beobachtung ist, dass gerade im Osten, und das, sorry, wenn ich da kann, ich werde jetzt wahrscheinlich für geschlagen für die Aussage, aber im Osten sind gerade ganz viele gegen dieses Regime, die in der DDR nicht dagegen waren, die waren nicht auf der Straße. Das waren Leute, die waren Teil des Systems, die waren in der SED und die sind dann hinterher mal schnell selbstständig geworden, weil sie so im öffentlichen Dienst nichts geworden. Und jetzt haben sie sozusagen die Gelegenheit, mit dem fremden Regime abzurechnen. Das ist leider auch eine nicht ganz kleine Gruppe, die im Osten eine Rolle spielt. Und dann gibt es natürlich Dinge, auch dass Leute gerade, sagen wir mal, guck mal, wir haben viele Missionswerke, die zur Allianz mit Allianz verbunden sind, Open Doors, HMK und so, die sich mit einer vorbildlichen Leidenschaft und Einsatz für die Geschichte, für die Situation von verfolgten Christen einsetzen. Und wenn die mitbekommen, wie es Christen in China geht, wenn die mitbekommen, wie es Christen im Jemen geht und so weiter, manche von denen haben osteuropäischen Hintergrund, Rumänien-Deutsche, Russland-Deutsche, die haben schon mal Verfolgung erfahren. Und wenn die jetzt hören sozusagen, sie sehen, was weltweit los ist, sie ahnen, dass es vielleicht eine weltweite Entwicklung gibt, dann kommen noch Endzeitgedanken vielleicht mit dazu. Und die jetzt plötzlich hören, das Grundgesetz wird eingeschränkt und die Religionsfreiheit wird eingeschränkt, dann sind die natürlich total alarmiert, weil sie sagen, das kennen wir ja, das ist ja weltweit. Also wir, die wir nur den deutschen Horizont haben, können uns gar nicht vorstellen, dass sowas passiert. Aber jeder, der den internationalen Horizont hat, sagt, warum soll nicht auch in Deutschland passieren, was wir woanders auch erleben. Ich würde dem zwar widersprechen. Ich denke, nein, dieser Rechtsstaat ist sicher. Und wir haben ja erlebt bei der Corona-Demo damals am 28. August, das wollte ein Innensenator hier kippen und das Verwaltungsgericht hat gesagt, es gibt ein Versammlungsrecht, wir erlauben das. Also unser Rechtsstaat funktioniert. Aber ich kann durchaus verstehen, dass Menschen da eine Sorge haben. Was ich nicht verstehen kann, wirklich nicht verstehen kann, ist, dass Christen die Wahrheit nicht prüfen, dass sie das einfach weitergeben, weiterteilen. Ich kann nicht verstehen, dass Christen alarmistisch reagieren, sondern wir müssen gerade in dieser Zeit sagen, obwohl ich ahne, hier wird vielleicht was nicht so gut, wie ich mir das wünsche, müsste ich gerade jetzt meinen Herrn Jesus Christus verkünden, ich müsste gerade jetzt über Hoffnung reden. Das sind die Dinge, die ich nicht verstehe. Ich verstehe auch nicht, wieso man nicht sagen kann, ich habe Sorge, aber ich grenze mich ab von denen, die wirklich radikal sind. Also da muss für meine Begriffe klare Kante gezeigt werden. Das heißt aber nicht, dass ich nicht verstehe, warum Menschen in so eine Denksituation kommen können. Kannst du zum Abschluss jetzt mal für den ganz normalen Menschen, der sein Leben hat, der arbeitet, der Familie hat, der Ehrenämter hat und politisch vielleicht mal die Nachrichten verfolgt und fassungslos eben vor dieser ganzen Dynamik steht, ein, zwei anfassbare Tipps sagen, was wären so Grundbasics, nicht um nicht skeptisch oder kritisch zu sein, aber um nicht irgendwie verzweckt zu werden von Leuten, die einfach, wie du sagst, medial ein Bild zeichnen. Ich würde mir erstmal wirklich wünschen, was ganz Banales, nämlich liebe Brüder und Schwestern, seid demütig, seid demütig. Kennt eure eigenen Grenzen. Schwingt euch nicht auf zu meinen, ihr seid jetzt alle Hobby-Virologen, ihr seid jetzt alle Juristerei-Experten und so weiter. Ja? Wenn eine Weltmeisterschaft ist, haben wir 82 Millionen Bundestrainer. Im Moment haben wir das Gefühl, alle wissen es besser als jeder im Bundestag und die sind alle doof. Nein, Leute, die sind nicht doof.
Und das Robert-Koch-Institut wird nicht deswegen gefragt, weil die so doof sind, sondern weil es ein bundeseigenes Institut ist. Und dieses bundeseigene Institut kommt zu Ergebnissen, zu denen auch andere Länder kommen. Und denen kann man also erstmal demütig vertrauen. Meint doch nicht immer, ihr wisst alles besser. So, das ist mal eine Sache, die ich sagen würde. Und dann seid dabei aber nicht unkritisch, sondern wenn euch etwas auffällt, wo ihr sagt, das finde ich jetzt schwierig oder das verstehe ich nicht, dann stellt den richtigen Leuten die Frage. Schreibt einen Brief an euren Abgeordneten, Landtagsabgeordneten, Bundestagsabgeordneten, besucht den in dessen Büro mit Corona-Abstand und Maske, aber geht hin und fragt nach und sagt, sag mal, was ist denn da dran? Und dann fragt bitte einen von der CDU, einen von der FDP, einen von den Grünen, fragt verschiedene. Ja, aber macht das bitte so, dass ihr Antworten bekommt. Und ein geistlicher Tipp, bitte, bitte betet in dieser Zeit für die Bundesregierung, betet für die Politiker. Ich saß zusammen mit mehreren Abgeordneten hier, die uns sagen, Mensch, wir wissen doch auch nicht, was richtig ist. Wir wissen auch nicht, was morgen ist. Wir würden gerne sofort alles wieder öffnen, aber wir wissen nicht, wie. Bei mir hat diese Woche jemand ganz heftig reagiert auf dieses YouTube-Video, was ich mit Frank Heinrich gemacht habe, wo wir Corona erklären und sagt, das kann nicht wahr sein und das Grundgesetz wird, ist, ja, das, die Regierung macht hier Dinge, das gibt's nicht, das geht nicht. Und das war Mitte der Woche. Und einen Tag später schreibt er mir plötzlich, ja, so einer seiner besten Freunde hätte jetzt Corona und er müsste sich testen lassen, aber findet gar keinen Test. Ja, wo finde ich denn die Tests? Und ich darf nicht und die Ärzte nehmen mich nicht dran. Warum kriege ich nicht sofort einen Termin? Er sagt, genau, weil unser System gerade überlastet ist, weil so viele da sind. Und die Maßnahmen, von denen du gerade gesagt hast, das Grundgesetz wird ausgehebelt, sind genau dafür da, dass sich eben nicht noch mehr anstecken und die Gesundheitsbehörden nicht noch mehr Leute hinterher forschen müssen, sondern damit sich das Ganze normalisiert und damit du einen Test kriegen kannst. Ach so! Und plötzlich, als es ihn selber betroffen hat, hat er es verstanden. Und ganz ehrlich, liebe Brüder und Schwestern, das ist keine christliche Haltung. Solange es mich nicht betrifft, ist mir der Rest der Gesellschaft egal. Das kann nicht wahr sein. Nee, also wir müssen bitte schön sehen, wenn es mich nicht betrifft, dann bin ich dankbar meinem Herrn, aber dass es andere betrifft, denen möchte ich gerne jede Unterstützung angedeihen lassen, die möglich ist. Dazu gehört auch, dass man nicht die E-Mail-Postfächer von Bundestagsabgeordneten vollspammt. Dazu gehört auch, dass man nicht irgendeine Unwahrheit verbreitet, sondern dass man ehrlich, offen, kritisch, aber auch mit gefalteten Händen das Ganze begleitet. Ganz herzlichen Dank, Uwe, auch für deine klare Aussage und für deine informierte Aussage. Ich wünsche dir weiterhin Gottes Segen und alles Gute. Tschüss. Vielen Dank. Gerne. Tschüss, David.